Ich freue mich, mit Ihnen reden zu können. John Kornblum, ehemaliger Botschafter der Vereinigten Staaten in Deutschland. Grüße in Berlin. Guten Morgen. Guten Morgen. Lassen Sie uns erstmal über uns reden, über uns Amerikaner und Deutsche, wie wir denn zusammen funktionieren. Hat sich da ein bisschen was gebessert? Denn es gab ja doch in letzter Zeit so ein bisschen freundschaftliche Verstimmungen. Die Zusammenarbeit ist im Moment sehr gut. Ich glaube nicht, dass es was verbessert hat, weil man braucht es nicht zu verbessern. Dass die Stimmungen in der Presse oder in der Öffentlichkeit waren und von allem, was ich höre, zwischen den beiden Regierungen nicht geteilt. Ja, ist auch gut so, denn es steht ja einiges auf dem Programm der vergangenen letzten Monate schon und das auch in der Zukunft. Wir hatten natürlich solche Konflikte wie in der Ukraine, wir haben die Bedrohung von ISIS und wir haben auch so etwas wie Ebola auf dem Hausaufgabenheft stehen. Die Frage ist, dass in den letzten Tagen immer wieder auch gesagt wurde, es ist alles zu spät und die Strategien sind noch nicht klar. Sehen Sie das auch so? Nein, ich sehe das nicht so. Die Frage bei solchen Haufen von Problemen, wie man jetzt hat, ist, man kann keine einheitliche Strategie haben. Aber wichtig ist, dass man die Einheit innerhalb der Partnerschaft behält. Das heißt, innerhalb der EU, innerhalb der NATO, zwischen Deutschland und Amerika. Und ich muss sagen, und ich sage das als richtig alter Diplomat, ich bin positiv überrascht, wie gut die Zusammenarbeit funktioniert hatte und wie gut oder wie stark die Einheit auf der westlichen Seite ist. Das ist nicht unbedingt zu erwarten bei solchen komplizierten Problemen. Da gehen wir mal das Problem ISIS einmal an und schauen mal. Naja, es ist ja doch schon länger bekannt als nur die Auswüchse, die uns dann in den Nachrichten begegnet sind in diesem Jahr, dass dort eine ISIS unterwegs ist, die den Raum Irak und Syrien beherrschen möchte, die als eine ideologische Masse ankam, aber sich jetzt dann doch in Terror, ja, sagen wir mal, sedimentiert. Und dieser Vorwurf, den ich gerade schon mal gemacht habe, der geht an uns alle im westlichen Bündnis, dass wir zu spät das Ganze thematisiert haben und auch vielleicht zu spät angefangen haben, Strategien zu entwickeln, wie man dem Herr werden kann. Ja, das stimmt. Ich meine, die amerikanische Regierung hat das sogar zugegeben, dass sie ISIS unterschätzt haben. Und das hat natürlich sehr viel mit den nachrichtendienstlichen Arbeiten zu tun. Man sieht im Moment, wie wichtig diese Nachrichtendienste sind. Aber zweitens natürlich, es gibt eine politische Einschätzung. Und anscheinend war die politische Einschätzung in Washington, aber wahrscheinlich auch in Europa, etwas zu zurückhaltend vielleicht oder so, vielleicht sogar zu rosig. Es ist ein langes Kapitel über die Regierungsbildung in Irak und wie das hätte sein sollen vielleicht. Aber jetzt ernten wir ja auch die Probleme, die rauskommen. Ja, also Fehler im Irak, Fehler in Syrien, auch von Seiten der amerikanischen Regierung? Naja, Syrien ist eine andere Frage. Ob es Fehler gegeben hat, da bin ich eigentlich nicht gut genug informiert zu sagen. Manche sagen jetzt, dass Obama vor einem Jahr schon hätte bombardieren müssen. Vielleicht stimmt das. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass die Öffentlichkeit in Amerika, in Europa, überall im Westen stark dagegen war. Wenn er das getan hätte, hätte es bestimmt eine Welle des Abrüstung gegeben. Und wir hätten vielleicht eine noch schwierige Diskussion. Jetzt Nachhinein ist es wahrscheinlich ein Fehler gewesen, aber Fehler sind oder Aktionen sind immer von Regierungschefs immer auch ein Teil Politik und vor einem Jahr war die politische Unterstützung einfach nicht da. Ist Deutschland denn passend politisch aufgestellt? Ich beziehe das mal auf die Koalition von CDU und SPD, um da richtig auf Augenhöhe mitzuziehen mit dem Freund USA, wenn es zum Beispiel um solche Konflikte mit der ISIS geht, wenn es zum Beispiel auch um die Auseinandersetzungen mit einem Wladimir Putin geht. Denn wir sind ja doch eher so, dass wir sagen, nein, wir greifen nicht ein, wir schicken da nichts hin, wir helfen ein bisschen, aber mehr wollen wir nicht. Und die Amerikaner hätten gerne ein bisschen mehr von uns. Naja, das ist auch wieder, man kann das aus zwei Gesichtspunkten sehen. Es ist nicht seit gestern, dass man sagt, die Bundesregierung macht nicht genug im militärischen Teil. Und es gibt ja ziemlich viel zu kritisieren. Andersrum, ich kann mir vorstellen, dass Herr Kerry sehr glücklich ist, dass vor allem Angela Merkel nicht nur einen guten Draht nach Moskau hat, sondern diesen Draht sehr direkt und sehr energisch ausnutzt. Es gibt wirklich keinen Zweifel in Moskau über die Richtung des Westens.
Und diese Tatsache basiert sich darauf, dass Frau Merkel auch so klar und so entschieden gesprochen hat. Ja, also das heißt, Sie erwarten von diesem Besuch gestern Abend und heute bei den Gesprächen mit Frank-Walter Steinmeier und auch mit der Bundeskanzlerin tatsächlich Ergebnisse? Es kommt darauf an, was Sie mit Ergebnissen meinen. Ich erwarte, das Ergebnis, das ich erwarte, ist, dass Sie eine ziemlich komplizierte Lage sehr durchführend diskutieren, dass Sie wahrscheinlich am Ende eine gemeinsame Strategie haben. Wenn Sie Ergebnisse meinen, ganz neue Politik, eine Lösung für diese oder jede Krise, das erwarte ich nicht. Aber in solchen Fällen ist im Moment das Wichtige, dass man zusammenhält. Und das tut der Westen, wie ich ganz ehrlich gesagt habe, auf erstaunliche Weise. Ja, zusammenhalten ist das eine, aber auch zusammen agieren, das ist das andere. Was fehlt Ihnen bei den Deutschen, bei den anstehenden Problemen oder denen, die wir die ganze Zeit schon zu bearbeiten haben? Naja, zuerst zusammenhalten ist schon zusammen agieren. Man soll nicht zu sehr erwarten, dass es ganz fantastische neue Schritte gibt. Was man bei den Deutschen vermisst, sei, wie gesagt, seit Jahren, ist zwei Sachen. Eher tatsächlich einen strategischen Blick. Dialog ist nicht genug. Es muss auch Inhalte geben für den Dialog und das fehlt bei Deutschland immer noch. Und zweitens natürlich, die Verteidigungsausgaben sind nicht hoch genug und die Bereitschaft des Militärs ist, wie man in der Presse in letzter Zeit gelesen hat, wahrscheinlich nicht befriedigend. Dann haben wir noch eine ganze Menge zu tun. Hoffen wir erst einmal darauf, dass diese Gespräche heute noch vieles bringen. Dankeschön nach Berlin, John Kornblum, ehemaliger Botschafter der USA hier in Deutschland. Ich bedanke mich. Danke.